Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität. Heute am 24. April 2024 beginnend heute hier am Mirador de Maspalomas. Der Aussichtspunkt, so wird er genannt, hier mit dem besten Blick über den Campo Internacional, Campo de Golf, Golfplatz bis hin zu den Dünen. Und ich habe gerade im Herfahren ganz deutlich gespürt, richtige heftige Windböen. Und das spiegelt sich auch auf dem Wasser, auf dem Meer nieder. Man sieht da schon helle Schaumkronen, das bedeutet viel Bewegung. Und wenn ich das so überblicke, ist es links ein bisschen mehr wie hier auf der rechten Seite beim Leuchtturm. Also von hier oben hat man immer einen bisschen besseren Blick, Ausblick, Überblick. Temperaturen, es soll richtig warm werden heute wieder. Knapp um die 30 Grad hat man jetzt ein bisschen die Vorhersage heraufgestuft und ja, Wind. Ich bin unterwegs zum Sandy Beach. Ich habe ja durch einen Gast eine Einladung von der Direktorin bekommen und da werde ich jetzt mal ganz einfach versuchen, mich mal kurz vorzustellen, einen Termin zu machen, so wie sich das auch gehört. Und ja, da bin ich dann sozusagen jetzt für euch unterwegs. Ich nehme die Kamera vor die Brust und das Mikro mit dabei. Und dann kann ich euch auch mal zeigen, zum Beispiel den Weg zur Rezeption vom Sandy Beach. Denn man sieht das Hotel von vielen Stellen aus, aber kaum einer weiß genau, wie man da hinkommt oder wenig. Einige wissen es nicht, sagen wir so. So, der Blick jetzt hier nochmal in die Berge. Auch hier kaum Wolken. Hier Richtung Sonnenland. Dann hier auf der Seite Salobre, Tablero. Montagna La Data, also der Himmel hier fast wolkenlos und ja, wir machen uns jetzt ganz einfach auf den Weg, obwohl man hier oben stundenlang eigentlich stehen könnte, also Stunden nicht, aber Minuten und einfach nur das Panorama genießen. So, mit der Einstellung gebe ich mein Bestes. Vielleicht ab und zu mal ein bisschen nachjustieren. Ich habe die Kamera, wie gesagt, vorne an der Brust, das Mikro direkt unter der oder über der Kamera. Die Windgeräusche, das kann ich jetzt leider nicht ändern. Das müssen wir so hinnehmen. Ich versuche ein bisschen langsamer zu fahren. Ja, wir fahren jetzt hier Richtung Avenida Tirajana. Ich hatte eigentlich vor, auch noch mal den Strandweg anzuschauen bei den Dünen, aber wenn jetzt schon so viel Wind ist, das werde ich wohl bleiben lassen. Wir fahren hier direkt am Barbacan vorbei, am Tanife. Da vorne ist das Roque Nublo und Don Miguel. So, und der Wind ist ganz schön heftig, muss ich sagen. Der zieht und zerrt ganz schön. Da kommt dann das Mikro so langsam auch an die Grenzen. So, ich fahre hier Richtung Neptuno Hotel. So, ich muss da mal ein bisschen anhalten und nachjustieren, weil irgendwie meine ich, dass wir zu viel Himmel haben. So, schauen wir mal.
So, jetzt müsste es wieder passen. Ich kann das manuell machen. Sollte sich eigentlich elektronisch nicht verstellen, aber ich kann es euch nicht sagen, warum man jetzt wieder mehr Himmel drauf hat. So, jetzt habe ich einen anderen Modus. Mal schauen, ob es jetzt klappt. Nur für mich selber. Ich habe auf gesperrt gemacht. Buenos Aires hier vorne. Und jetzt fahren wir sozusagen Richtung Strand, also zum Strand, aber wir fahren nicht runter, sondern wir biegen hier links ab. Und hier seht ihr mal, wie wenig Platz man für einen Kreisel braucht. Weil man häufig sagt, ja, da braucht man viel Platz. Nein, man braucht nicht viel Platz für einen Kreisel. So, da kommt der 32er entgegen, der kommt aus Puerto de Mogán. Und jetzt biegen wir hier ab nach rechts. Am Apartmenthaus Doncel vorbei. Gute Autovermietung, Victoria. Hier auf der rechten Seite. So, und das ist eine Einbahnstraße. Hier geht es dann auch nicht mehr weiter. Betancuria, die Anlage hier, schöne Bungalows. So, und da vorne ist es schon. Das Hotel Sandy Beach. So, und da gibt es auch Parkplätze, sehe ich gerade, und das ist schön so. Da bin ich doch genau richtig. Ja, ich habe leider Pech, die Direktorin ist nicht da, kommt heute so gegen 14 Uhr und dann werde ich ganz einfach nochmal kommen. Weiß jetzt nicht genau, wo ich um 14 Uhr bin, aber ich bin auf jeden Fall irgendwann dann hier und ich darf jetzt hier gerade mal so eine kleine Runde hier machen in der Rezeption. Natürlich mit Genehmigung. Ich gehe nochmal raus, aber ich sage dann auch nochmal, so sieht es hier aus. Außen aus im Foyer. Ja, und hier gibt es auch die Fahrräder von Free Motion, sehe ich gerade. Jedenfalls die Werbung hier, die man hier hat. Ja, dann werde ich mich wieder auf den Weg machen. Ich bin gerade am Überlegen. 14 Uhr, mal sehen, ob das dann heute klappt. Dann geht es jetzt erstmal weiter. Dann fahren wir einfach weiter. Hoppa, ja, dann einmal muss ich noch in der Cita vorbeifahren. Da muss ich mir was holen, ein bestimmtes Produkt im Organic Food. Da fahre ich dann hin und dann gucke ich mal vorsichtig. Wind, Strandweg, Sand, Augen, Kamera und werde das abwägen. So, hier vorbei an dem Shoppingcenter, hier gab es früher mal ein Kino.
Das war das erste einzige Kino hier in Playa de Ingles. Shopping Center Prisma, da ist, also Büros sind da drin. So, wir fahren jetzt hier wieder über diesen Kreisel. Am Jumbo-Zentrum vorbei. 28 Grad die Temperaturanzeige hier. Und nun geht's Richtung Cita. Ja, wenn ich schon hier bin, dann fällt mir gerade was ein. Und zwar hier auf der einen rechten Seite ist der Dragon Club. Dragon Club 2. Da kann man auch gut touristisch unterkommen. Auch mal ein bisschen länger, habe ich gehört, dass da manche dann einen Monat oder zwei Monate wohnen. So, mal die Kamera noch mal ein bisschen ausrichten. So, und hier vorne die Straße, die ist sehr unscheinbar. Man fährt eigentlich auch häufig dran vorbei, ohne sie wahrzunehmen. Da ist die, ich sag das kleine Dorf in der Stadt, Los Porches. Los Porches, Parzelle K. Das sind kleine Bungalows, das war damals alles touristisch und die sind heute mehr oder weniger alle privat. Das heißt, hier kann man auch mal rumlaufen und kann schauen, ob man ein Schild sieht oder eine Telefonnummer. Was natürlich auch manchmal der Fall ist, dann steht irgendwo eine Nummer und dann denkt man, das ist für diesen Bungalow, aber nein, die hat man einfach nur hingehängt, diese Telefonnummer, und sagt, nein, da habe ich nichts, aber ich habe was anderes. Also, auch das ist mir hier schon passiert, wie ich eine Nummer eben notiert habe und denke mir, das ist dann auch häufig ganz geschickt gemacht. Die hängt nicht an einem Bungalow, die Nummer, sondern an einem Weg oder an einem, ja, ich sage mal, ein Stück Gemeinschaftszone. Aber im Moment sehe ich hier keine. Nur jetzt richtig kräftiger Wind. So, jetzt sind wir hier genau hinterm Hotel Rey Carlos. Wir sind jetzt direkt an und bei der Cita. Und wer hier eine Abkürzung sucht, der wird sie auch finden. Nämlich hier bei der Parzelle C. Hier seht ihr Porches, Parzelle C. Und hier, wo die Dame mit ihrem Wagen läuft, da heißt es C, C, Cita. Centro Comercial Cita. Hier geht der Weg genau rechts rein. So, leider kein Schild jetzt gesehen, aber man sieht häufig auch in den Medien, sieht man dann Los Porches. Ja, ich sage, und da gibt es auch verschiedene Pools. Jede Parzelle hat eigentlich ihren eigenen Pool und ihre eigene Gemeinschaftszone. Also es sind sehr, sehr beliebt, gerade bei ja, Überwinterer, Auswanderer, Langzeiturlauber. Hier Los Porches. Wir sind wieder zurück. Und fahren jetzt am Biarritz vorbei, Bungalowanlage Biarritz, Cordial. Ja, und wenn wir schon da sind, dann zeige ich euch doch gleich mal
wie ihr zum Lucky kommt. Donnerstag, morgen, 20 Uhr, Treffpunkt bei Lucky und Tine. So, ich fahre jetzt erst in die Sita. Und dann fahre ich hier nochmal zurück und zeige es euch genau. Hier der 30er, der fährt direkt nach Las Palmas. Direkt heißt, er macht erst seine Runde hier, kommt aus Maspalomas, macht seine Runde in Playa, hält dann nochmal in San Agustin und fährt dann direkt nach Las Palmas. Also rechnet mal eine Stunde. Und von der Stunde aus, da habt ihr einen schönen Ausblick und ja, eine kleine Stadtrundfahrt. Und ihr könnt bequem sitzen und das Ganze für, ich glaube, 5,30 Euro. So, ich muss jetzt hier mal Halt machen. Bin mal wieder hier am Haupteingang, einer davon, Schieferturm von Pisa. Jetzt zeige ich euch mal, sonst immer der Weg links über die Terrasse, und jetzt zeige ich euch mal, wie es zum Organic Food geht. Der andere Weg hier rein, dann rechts rum Richtung Spar Supermarkt. Ist auch ein gut sortierter Supermarkt. Hibertino gibt es auch hier. Und da geht es dann hier quer rüber. Und da ist schon der Spar-Supermarkt. Ganz einfach zu finden. Und ein Stückchen weiter. Da gibt es der freie Platz vom Westfalia. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Und da zeige ich euch dann den Organic Food gleich, den Laden. Nur damit ihr wisst, wie man da hinkommt. Da ist er, der Laden. Und da gehe ich jetzt dann gleich auch mal rein. Da gibt es nämlich was Spezielles, was ich mir einmal in 3 Monaten leiste, gönne. Ja, gerade wieder interessantes Gespräch gehabt und viel Neues erfahren hier bei unserem Doc Uli. Und ja, ich mache aber heute keine Rundreise hier in der Sita, aber ich gehe dann den anderen Ausgang oder Eingang raus. Aber doch ein bisschen Bewegung hier drin heute unterm Tag. Ja, am Eingang muss man, wenn man sich verabredet, dann immer genau festlegen, welchen man meint, dass man da nicht dann irgendwo steht und der eine ist auf der anderen Seite. Hier ist auch ein guter Supermarkt. Ich wurde gefragt, ob ich denn da auch einkaufe. Ja. Hier. Hier der Supermarkt, und zwar der Hibertino. Jetzt schaue ich mal gerade die andere Richtung. Gibt es hier was Neues? Nein, hier ist alles so, wie es war. So, also dann gehen wir jetzt hier mal raus an den Fotolaborladen hier vorbei. Den kenne ich auch schon seit wie vielen Jahren hier. Zeitungsladen, und ja, also hier ist der andere Ein- oder Ausgang. Das ist der Ein- und Ausgang vom, wie soll ich sagen, Eiffelturm oder vom Big Ben. Und hier geht es jetzt für mich wieder zurück, wo ich mein Moped stehen habe.
Weiter geht's. So, wir fahren jetzt doch mal. Der Wind, ja, ich muss mich überraschen lassen, ganz einfach. Ich schau mal, wie das ist. Ich gehe mal von der Seite, wo der Wind nicht ganz so heftig ist, nämlich hier von der Sita-Seite. Hier ist der große Parkplatz und ja, ein beliebter Treffpunkt der Camper und Caravaner. Und da habe ich gehört, da hat es ja richtig Action gegeben vor ein paar Tagen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das richtig gemacht habe. Also der Wind ist schon mal aus der richtigen Richtung. Das heißt, wenn ich da gehe, gehe ich mit dem Wind. Aber das ist immer noch nicht sicher, dass ich jetzt da wirklich weiterkomme. Also wie gesagt, ihr seid ja fast immer wie live mit dabei und ich schneide da auch nichts raus, außer manchmal, wenn ich ja irgendwie zu wenig bekleidete Menschen sehe. Aber ansonsten ist das so, wie es ist. Und deswegen auch ab und zu mal Planänderung. Also der Wind steht jetzt richtig, der kommt jetzt mit mir in meine Richtung. Hier ist Santa Monica und jetzt schauen wir mal, wie sich das da vorne verhält. Es ist ja auch immer wichtig für die Gäste zu wissen, kann ich da laufen, kann ich da gehen, kann ich da mit dem Kinderwagen vorbeifahren, mit dem Rollstuhl oder mit dem Rollator. Oder kriege ich die ganzen Augen voll Sand? Dieses Thema ist ja jetzt schon mehrere Male behandelt worden. Nochmal für die, die es nicht wissen. Es gibt hier mehrere Menschen, die das Sagen haben hier. Und zwar die rechte Seite hier, das ist Canaragua, das ist die Wassergesellschaft. Die ist verantwortlich für die Grünzonen, Grünflächen, für die Bewässerung, fürs Schneiden, fürs Instandhalten. Der Weg, auf dem wir laufen, das ist die Gemeinde. Das Ayuntamiento, wie es hier heißt. Und die andere Seite, neben der Mauer, da ist ja das Umweltamt für zuständig. Und alle drei an einen Tisch zu bekommen, ist wohl einfach. Aber dass sie dann alle drei miteinander das Wichtige machen, das ist dann wohl schwieriger. Also nur zur Info, was hier passiert ist. Die Dünen sind über die Ufer getreten und haben sozusagen den Weg bedeckt, zugemacht, so dass man teilweise gar nicht mehr durchkam oder ganz schlecht laufen. Der Mann hier schaut auch und sagt, nein, da gehe ich nicht weiter. Und das ist die gute Entscheidung. Wer jetzt da durchläuft, ist selber schuld. Also seht her, so sieht das aus und ich gehe da auch nicht weiter. Aber ich habe zumindest den Versuch gemacht und die richtige Richtung gewählt. Nämlich mit dem Wind zu laufen und nicht gegen den Wind. So sieht das hier aus. Die aktuelle Problematik hier, dass hier hat man angefangen, was zu machen. Und ihr seht, die Mauer ist teilweise so scharfkantig beschädigt worden. Da haben sich schon Kinder verletzt. Und ich würde es nicht raten, hier weiterzugehen. Ihr seht ganz deutlich, wie der Sand fliegt und näher gehe ich auch nicht ran. Kubikmeter um Kubikmeter geht dann da wieder verloren. Und das ist kein schönes Schauspiel. Nein, das ist mit Sicherheit nicht gut. Aber ich habe es ja vorhin schon geahnt. Und zwar, wie ich da oben am Mirador stand und runter gesehen habe, habe ich schon geahnt, dass da irgendwas im Argen ist. Also nochmal ein bisschen mit Zoom, damit ihr auch seht, wie der Sand da fliegt. Und ich habe den schon hier jetzt in den Augen. Also Rückzug. Rückzug ganz einfach. Hier nochmal der Blick über die Dünen von Maspalomas.
Ja, und das ist richtig heftig, wenn man das hier so sieht. Die Dünen brechen durch, könnte man sagen. Warum das Problem ist, ganz klar, früher war eine Schneise hier vor der Mauer. Diese Schneise hat verhindert, dass die Dünen so hoch wurden an dieser Stelle. Die Schneise hat man nicht mehr gemacht aus umweltpolitischen Gründen. Und jetzt geht der Sand verloren, ganz einfach ausgedrückt. So, hier ist schon richtig Schaulustige hier, so wie ich auch. So, die Augen schon wieder voller Sand, hoffentlich die Kamera nicht zu viel abbekommen. Ich muss aber auch immer wieder das Gleiche machen, den gleichen Fehler. So, dann geht's jetzt zurück. Ich nehme euch noch ein bisschen mit. Das ist auf jeden Fall jetzt die Realität, die aktuelle Lage hier am Strandweg. Ich würde sagen, fast unpassierbar. Ja, hier über dem Dach hat man noch mal einen schönen Blick. Und ich sage, wie schön ist das jetzt, irgendwo an der Felsküste zu sitzen. Über den Dächern vom Hotel Santa Monica. Ein bisschen können wir reinschauen in den Garten. Wir sind nicht neugierig, aber es interessiert uns dann doch ein bisschen. Ja, ich habe ja gesagt am Morgen im Wetter, dass einige interessiert sind, immer wie weit ist es von wo bis nach wo. Deswegen sage ich dann auch dazu, wenn es von wo nach wo geht. Und eine Videoaufnahme, die ist immer wieder interessant, beziehungsweise ein Weg. Und das heißt da vom Rio Palace zum Leuchtturm, aber nicht am Wasser entlang. So, und das werde ich euch bei Gelegenheit dann mal aufnehmen und zeigen, dass ihr diesen Weg dann auch genau seht, kennt und wisst, wie lang, wenn ich mit dem Moped unterwegs bin, dass ihr dann auch einschätzen könnt, zu Fuß, wie lange und so weiter. Ein neuer Versuch. Und zwar hier zum Rio Palace. Und da mache ich dann das Ende des Videos vom Santa Monica bis zum Rio Palace zu Fuß, würde ich sagen, 15 Minuten und hier mit dem Roller in 3 bis 4 Minuten. So, ich hoffe mal nicht, dass hier auch wieder der Sand so fliegt. Aber hier sieht man auch schon auf der Straße viel Sand liegen. Nur schnell durch hier. Ja, warum gibt es wohl einen Zebrastreifen? So, hier ist dann Ende. Ich fahre noch mal die Runde zum Hotel Rio Palace, aber nicht rein heute.
So, und hier möchte ich mich verabschieden mit dem Blick hier und sagen, hasta luego, bis zum nächsten Mal.